Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu München tut gut. Heute geht es in unserer Sendung darum, wie uns Kunst, ganz besonders die Münchner Kunst, guttun kann. Zwei Autorinnen haben dafür 80 Kunstorte in einem Buch zusammengefasst. Und darüber möchte ich heute mehr erfahren. Und ich besuche zudem einen Arzt in München, der mir mal erklärt, welche psychologischen Auswirkungen die Kunst denn tatsächlich auf unseren Körper hat. Ob Kunstinsel, Kreativquartier oder der Friedensengel, sie alle berühren, überraschen und vor allem machen glücklich. Dieser Überzeugung ist Daniela Schnitzer. Gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Lara Hoffmann hat sie deshalb ihre Lieblingskunstwerke und Orte in einem Buch zusammengefasst. Macht Kunst glücklich? Sehr sogar, sagst du, Daniela. Warum genau? Ja, Kunst berührt Herz und Verstand zur gleichen Zeit. Das kann im Moment sein, wo man ein Kunstwerk betrachtet. Das kann auch eine Woche später sein. Das kann sogar Jahre oder Jahrzehnte später sein. Ja? Und das ist unglaublich, was Kunst mit einem innen anstellt. Kunst ist ein Gefühl. Kunst ist manchmal auch nicht erklärbar. Jetzt sind wir heute ja im Archiv Geiger in Solln und das hat es sogar bei euch auf die erste Seite geschafft im Buch. Warum genau? Weil es dir hier besonders gut gefällt, weil du hier besonders viel Glück empfindest oder wieso? Ja, es ist ein wunderbarer Ort, es ist ein sehr ruhiger, ehrlicher Ort, an dem man sehr viel Kraft tanken kann, allein durch die Farbe, das werden wir ja später noch sehen. Und wenn ich hier bin, bin ich glücklich. Rot, Pink, Orange, Gelb. Ruprecht Geigers Vorstellung von Farbe ging über den Reiz hinaus. Für den 2009 verstorbenen Münchner Künstler standen diese Farben für Energie, Liebe, Wärme oder Kraft. Er selbst hatte die größte Freude an der Kunst. Selbst im hohen Alter von 100 Jahren nahm er noch den Pinsel in die Hand. Und irgendwie ist diese Freude in dem Atelier heute noch spürbar. So, wir gehen jetzt runter in den Pigmentraum. Das Schöne am Archiv Geiger ist ja, dass hier nicht nur die Kunst hängt vom Ruprecht Geiger, sondern dass das ja auch seine Wirkungsstätte war. Ne? Das war sein Atelier und auch war hier auch noch sein Wohnhaus. Und ist ja mega. Ich finde das so mega, ja, absolut. Also hier kann man, echt nicht schlechte Laune haben, oder? Absolut nicht. Also ich muss auch jedes Mal grinsen, egal ob Sommer oder Winter. Das fühlt sich immer gleich an. Und was ich irre finde, ist diese kleinen Töpfchen und Döschen, was hier steht, als ob er gerade aufgestanden ist und jetzt gegangen ist und jetzt gerade noch was isst oder Inspirationen sammelt und gleich wieder hierher kommt und weitermacht. Und es ist so quasi der gute Geist noch hier unterwegs. Absolut. Ist jetzt aber vor allem die Farbe etwas, was es ganz besonders macht und ganz besonders glücklich macht? Oder können es auch mal Geschichten sein? Kunst ist ja vieles. Kunst ist vieles und natürlich ist es immer eine Mischung, eine Symbiose aus allem. Beim Ruprecht Geiger ist es natürlich die Farbe. Ne? Farbe war sein Element. Die rote Farbe, das ist was Kraftvolles, was Energie gibt. Rot ist das Blut. Ohne Blut können wir nicht existieren. Das war schon seine Botschaft auch dahinter oder das, was ihn wahrscheinlich sehr bewegt hat. In eurem Buch geht es ja jetzt aber nicht nur um Galerien oder Museen, sondern es finden sich ja auch viele andere Kunstorte in München. Gib uns doch noch mal ein Beispiel. Was macht dich noch happy? Was hat es da noch reingeschafft? Ja, was es reingeschafft hat, sind natürlich Cafés. An die denkt man manchmal gar nicht. Umgeben vielleicht auch von der Kunst. Oder vielleicht sind da auch kleine Kunstwerke versteckt. Oder mal ein Kino. Oder Offspaces haben wir auch drin, wo junge Künstler sich austoben können, gerade temporär Graffitis an die Wände sprühen können. Und dann einen Monat später sieht das schon wieder ganz anders aus. Das sind alles sehr bewegte Orte, die nicht so steif daherkommen, sondern sehr, sehr natürlich und auch sehr locker rüberkommen. Wie viel Kunstverständnis braucht man denn für das Buch?
Ja, reichlich wenig braucht man da an Kunstverständnis. Das war ja auch das Ziel meines Buches, weshalb ich das so gerne teilen möchte. Also es kann ja auch sein, man läuft jeden Tag irgendwie an Kunst zwangsläufig vorbei, ohne das zu wissen. Und das Schöne ist, in diesem Buch, da kann man so ein bisschen rumblättern. Vielleicht erkennt man mal was, kann was nachlesen, kann es dann wieder das Bücherregal stellen. Und letztendlich, wichtig ist mir, dass man das Verständnis dafür da ist, dass es einfach glücklich macht und dass Kunst ist und dass Kunst auch nicht schön sein muss, sondern dass es einfach einen dass es Emotionen weckt in einem. Und genau, ja, genau da knüpfen wir nämlich nach der Pause nochmal an, wie die Kunst in uns Emotionen weckt und was es denn tatsächlich dann für Auswirkungen in unserem Kopf hat. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Herzlich willkommen zurück zu München tut gut. Heute geht es bei uns darum, wie Kunst uns gut tun kann. Dafür besuche ich Professor Peter Henningsen, Direktor der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum rechts der Isar. Von ihm will ich wissen, kann uns Kunst glücklich machen und wenn ja, wie? Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man zum Beispiel in einem Museum sich Kunst anschaut, sich mit Kunst auseinandersetzt, dass das unmittelbar positive Wirkungen auf das Wohlbefinden hat. Es ist auch gemessen worden, dass das auch spürbar die Stressfunktionen im Körper reduziert. Der Cortisolspiegel geht runter, das ist ein Zeichen dafür, dass die Stressaktivität nachlässt. Die Gefühle, die entstehen, wenn wir uns mit Kunst auseinandersetzen, nennt man auch ästhetische Gefühle. Das sind in der Regel positive Gefühle. Wir werden berührt, manchmal sind wir auch begeistert. Wir beschreiben für uns, machen uns auch Gedanken zu bestimmten Kunstwerken. Aber das geht eben mit überwiegend positiven Gefühlen einher. Und diese sind etwas, was unser momentanes Wohlbefinden positiv beeinflusst. Aber wenn das wiederholt der Fall ist, dann kann das natürlich auch anhaltend positiv wirken, weil wir eine insgesamt positive Erfahrung gemacht haben, die uns gut tut. Also öfter mal ins Museum gehen oder was wäre Ihre Verschreibung? Ja, das ist gut. Natürlich ist der Haken an der Geschichte, dass der entscheidende Faktor ist, sich aufzuraffen, es zu tun. Und da liegt natürlich für viele dann, insbesondere wenn es einem nicht so gut geht, auch eine Schwelle drin. Also sich zu überwinden, dann auch, obwohl ich im Kopf weiß, das könnte mir gut tun, es dann trotzdem zu tun. Das ist so ähnlich wie mit Sport, von dem wir wissen, das tut uns gut, aber der Schweinehund hindert uns dann dran. Also da liegt eine Schwelle, aber wenn wir es tun, und da ist es gut, es gibt auch Kollegen in anderen Ländern, die regelrecht Kunst auf Rezept verschrieben haben. Und das ist immer ganz gut, weil wenn man so ein Rezept hat, dann hat man auch einen Ansporn, es zu tun. Und dann wird die Schwelle geringer, zum Beispiel eben ins Museum zu gehen. Also in Kanada gibt es das, soweit ich da richtig informiert bin, zum Beispiel Kunst auf Rezept. Das heißt, das würden Sie gut finden, dass man das auch mal einführen würde oder könnte bei uns, oder? Das ist für sozusagen die Verbesserung des gesamten Wohlbefindens was Gutes. Und man muss natürlich dabei auch bedenken, wir hier im klinischen Kontext haben es natürlich auch mit Menschen zu tun, die psychische, psychosomatische Erkrankungen haben, zum Beispiel schwerere Depressionen. Die kann man nicht jetzt nur mit einem Kunstrezept behandeln, mit anderen Worten. Das wird dann, wenn es um die Behandlung von Menschen mit Erkrankungen geht, immer eine kleine Komponente in einem Gesamtbehandlungsprogramm sein müssen. Kann denn dann zum Beispiel wie hier in einem Krankenhaus, im Klinikum rechts der Isar oder auch in einem anderen Krankenhaus, hängt da vielleicht auch manchmal bewusst Kunst, die motivieren kann, um so nebenbei einen guten Einfluss mitzugeben oder Effekt, positiven Effekt zu erzielen? Also der Effekt liegt in der Präsenz von echter Kunst. Und da sind wir im Rechts der Isar auch ein bisschen stolz drauf, dass wir für alle, die dort schon mal waren, Sie werden es vielleicht bemerkt haben, in den wesentlichen Gängen überall
als Dauerleihgabe der Staatsgemäldesammlung echte Kunst und zum Teil auch Skulpturen haben, weil wir eben wissen, dass das gut tut. Das heißt nicht, da muss nicht jedes einzelne Kunstwerk besonders heiter sein oder so, sondern die Auseinandersetzung, die Wahrnehmung von so einer sehr kunstvoll gestalteten Leinwand oder Skulptur ist per se etwas, was gut tut. Und da muss man sich jetzt aber deshalb nicht besonders gut mit Kunst auskennen, oder? Theoretisch ist die Wirkung eigentlich auf jeden da. Ja, das ist ganz klar. Natürlich unterschiedlich. Wir alle reagieren individuell sehr unterschiedlich auf Kunstwerke, aber das ist unabhängig von Vorerfahrung. Und gibt es einen Unterschied in der Wirkung? Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, wir waren jetzt da im Archiv Geiger, wo es ganz bunt ist und wo man ja eigentlich gar nicht anders kann, als irgendwie schon so eine grundpositive Stimmung zu haben. Also machen Farben zum Beispiel was ganz Besonderes aus? Oder sagt man, nee, das ist genauso eine schöne Skulptur, kann den gleichen Effekt erzielen? Ich denke Letzteres. Also das heißt, durch die individuellen Unterschiede wissen wir nie genau, diese besonders heiteren, bunten Bilder, die können zum Beispiel bei Menschen, die eher depressiv sind, auch fast das Gegenteil auslösen, so nach dem Motto, alle um mich rum sind hier so heiter, aber mir geht's ganz anders. Mhm. Das kann man immer ganz schwer vorhersagen. Und darum würde ich es nie pauschal sagen, der eine Typus von Bildern ist der, der besonders gut tut und der andere eher nicht. Mir tut auf jeden Fall die bunte Welt von Ruprecht Geiger gut. Aber wie sagt man so schön, die Kunst liegt sowieso im Auge des Betrachters. Hast du einen Lieblingsort, vielleicht ein Café, wo du gerne sitzt und wo du sagst, also wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann gehe ich da hin und dann wandelt sich das wieder? Ja, also wo ich unheimlich gerne reingehe, ist das Café in der Glyptothek. Ist natürlich auch ein Kunstort, ein sehr klassischer Kunstort, auch sehr historisch gewachsen und auch sehr bedeutsam mitten am Königsplatz. Aber man ist dann so umgeben von so netten Pflänzchen und man sieht dann durch die Scheiben die netten Skulpturen durchschimmern. Aber man muss gar nicht unbedingt durchgehen, sondern man geht in dieses Café rein und trinkt einen wunderbaren Cappuccino und isst einen ganz tollen Kuchen und dann geht man wieder raus. Vielleicht ja auch ein guter Tipp für die Sommerferien. Gehen Sie doch einfach mal ganz bewusst durch die Stadt und schauen Sie, welche Kunst Ihnen eigentlich ganz besonders gut tut. Und wenn Sie Inspiration brauchen, dann blättern Sie einfach mal durch dieses Buch. Tschüss und Servus!